Das ist Lukas, ein tolles Kind. Und ich bin seine Tante. Das heißt, das ist nur die halbe Wahrheit, weil ich nur eine halbe Tante bin. Denn mein Bruder ist nur Lukas halber Vater. Keine Sorge, Lukas ist kein Trennungsopfer, im Gegenteil. Das Ergebnis einer Verbindung von vier Menschen. Das ist mein Bruder Thomas. Vor ein paar Jahren zog er nach Berlin. Schade, viel zu weit weg von Köln. Wir verstehen uns so gut. Aber er hat dort einen festen Job, den er liebt. Er arbeitet in der Fraktion der Grünen im Bundestag. Und er hat einen festen Freund, den er liebt. In Berlin kann man das zeigen. Thomas und Sebastian, Basti genannt, sind ein Paar. Sie haben Pläne und Träume, wie andere Paare auch. Für mich war Familie immer tatsächlich verständlich. Also ich habe mir da natürlich keinen Gedanken gemacht in meiner Pubertät oder auch mit Anfang 20, dass ich Kinder haben möchte. Das war kein großes Thema in meinem Leben. Und dann war ja eher so ein Thema in meinem Leben meine Sexualität. Ich habe Angst bekommen, irgendwie, okay, ich bin ja schwul und was ist denn jetzt so meine Lebensaufgabe? Was ist jetzt, ja, also das war komisch für mich irgendwie. So die Vorstellung, dann auch vielleicht irgendwann alt zu sein oder alleine zu sein. Das war so ganz meine ganz eigene subjektive Wahrnehmung und mein Gefühl in dem Augenblick. Und dann kam halt auch dieser Kinderwunsch wieder hoch, mit 27, 28. Ich hätte mich besser für die zwei entschieden, oder? Josie und Cindy sind auch ein Paar, am anderen Ende von Berlin. Ein anderes Leben. Aber auch sie haben Träume, Pläne. Was ist das denn für eine Sau? Was ist das denn für eine Sau? Meinst du, wenn ich gut aussehe, bohle ich besser? Na nee, dass du wenigstens gut aussiehst, wenn du nichts kannst. Ich habe schon immer für mich so gewusst, dass ich mal ein Kind haben möchte. Und mit Josi war schon ziemlich zum Anfang eine Beziehung, wo ich gemerkt habe, ja, das ist schön. Also da kann man sich mehr vorstellen. Das könnte wirklich was werden und dann auch in die Richtung gehen, die man sich selber wünscht. Und wir haben dann auch ziemlich schnell darüber gesprochen, dass wir beide so die gleichen Zukunftsvorstellungen haben. Bei einer gemeinsamen Freundin waren wir zu einer Hochzeit eingeladen. Da waren wir, glaube ich, ein halbes Jahr zusammen. Und da zeigte mir dann die Cindy den Basti und meinte, sie könnte sich vorstellen, dass das mal der Vater ihrer Kinder wird. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte, Mensch, ja, nett. Ist ja ein sehr attraktiver Mann. Und klar guckt man auch, wo man seine Gene irgendwie mit paaren könnte. Zweimal zwei Menschen. Eine zufällige Begegnung und ein Kinderwunsch. Das ist alles, was sie verbindet. Kann das gut gehen? Lukas ist auf dem Weg zur Kita wie tausende andere Kinder auch. Vorne strampelt Papa, wie andere Papas auch. Aber sonst ist alles anders. Seine Kita-Transporte sind eine logistische Großtat. Zwei Väter, zwei Mütter, ein Kind. Für mich als Angehörige ist das alles ein großes Rätsel. Manchmal auch ein kleines Wunder. Und Sorgen mache ich mir natürlich auch. Wie wird Lukas einmal seine Geschichte erzählen? Später, wenn man ihm erklärt, wie generalstabsmäßig seine Geburt geplant wurde. Guck mal, da gehen wir gleich rein. Ne? So. Dann ziehen wir die Schuhe aus. Erst den rechten Schuh, dann den linken Schuh. So, jetzt bist du gleich bei deinen Freunden, ne? Na dann, viel Spaß. Ne? Tschüss.
Also wir waren am Anfang Bekannte, muss man wirklich so sagen, Bekannte, die zusammen ein Kind bekommen haben. Wir waren ja zwei voneinander eigentlich unabhängige Paare bis zu Lukas. Das heißt, wir mussten auch unseren Alltag aufeinander abstimmen. Und das war natürlich am Anfang schwierig, weil wir beide auch mehr in die Beziehung von Cindy und Josie eingedrungen sind, genauso wie sie in unsere Beziehung gekommen sind. Da gibt es dann natürlich auch Reibereien untereinander. So muss man sich mit einer Person auseinandersetzen in einer normalen Partnerschaft. Bei vielen musst du dich mit vielen auseinandersetzen. Und da ist es halt wirklich so, dass man mal andere Meinungen hat. Und wir sind wirklich vier verschiedene Charaktere, jeder für sich. Und ja, da gibt es dann auch mal viel Diskussion. Und da gibt es auch viel Redebedarf. Beim Namen, da waren wir uns ja alle nicht einig. Und da haben wir auch ausgelost. Morgens mit Papa unterwegs, nachmittags von Mami abgeholt und versorgt. Wenn vier ein Kind haben, dann geht es erst einmal um Regeln, nicht um Befindlichkeiten. Danach wird aber auch die Stulle gegessen, Dicky. Das weißt du ganz genau. Papa. Morgen schläfst du bei den Papas, ne? Bei Papa und Papi. Oh. Mami holt mir noch zwei Nuckel, ne, von drüben. Cindy ist selbst mit ihrem Papa nur die ersten Jahre groß geworden. Ich bin ein ganz dolles Papakind. Ich liebe meinen Papa über alles und brauche den auch ganz doll. Meine Mama auch. Aber ich bin schon von Anfang an Papakind. Und das war für uns beide sehr, sehr wichtig. Dass auch die Papa-Rolle übernommen wird, halt nicht nur zum Geburtstag mal ein Bild schicken oder so. Das ist schon für uns sehr klar gewesen. Und für Basti und Thomas auch. Ich muss übrigens Freitag und Samstag auch zur Uni, ne? Okay, da haben wir doch Lukas, oder? Ja. Bist du denn halbwegs gut in der Zeit? Ja, bis Montag muss ich Hausarbeit abgeben. Oder dir. Na, ist ja ambitioniert. Der Student und der Politologe im Berliner Westen, die Krankenschwester und die Filialleiterin im Osten. Zwei Paare, eine Zweckgemeinschaft. Und natürlich frage ich mich in meiner traditionellen Rolle, verheiratet, selbst Mutter von zwei Kindern, wie geht das so ohne Liebe? Obwohl, die Liebe ist ja da. Nur anders. Mama. Und die zweiten Käsefuß. Ja, den? Und ihr wollt heute nicht aufstehen. Ich bin mir auch so, Lukas. Tschüss. Nee, morgen sehen wir uns auch nicht. Über. Tschüss. Nein. Mit Beginn der Schwangerschaft, die ersten Bewegungen und so, die man gespürt hat, ist einem das erste Mal richtig bewusst geworden, dass man das Kind, was in einen heranwächst, teilt mit den Papas. Aber es sind ja nicht die Menschen, die man liebt und man teilt die mit denen und da hat man ganz große Verlustängste. Ich habe ganz oft gedacht, was ist jetzt, wenn den Männern einfällt, oh Gott, sie wollen jetzt das Kind nur für sich haben und das in irgendeinem Sorgerechtsstreit endet und sie wollen das Kind, wir dürfen es nur noch dann sehen, wochenweise oder so. Diese Ängste hat man und die Ängste hat man immer. Viel haben die vier im Vorfeld der Geburt versucht zu klären. Beratung für, juristische Fragen. Aber im täglichen Leben tauchen noch ganz andere Fragen auf und Ängste. Das mit dem Sorgerecht, das war für mich elementar. Also ohne das gar nicht gegangen. Ja, auf jeden Fall. Und da hatte ich auch dann
Ich glaube, da gab es mal so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, als wenn Cindy in dem Fall sich da ein bisschen vordrückt. Dann habe ich auch mit Thomas darüber gesprochen, da hatte ich auch Angst gehabt so ein bisschen, weil letztendlich hätte ich da nicht viel machen können wahrscheinlich. Wenn ich bedenke, wie ich zur Kita hetze, morgens, nachmittags, fast immer ich, dann sehe ich meinen Bruder, wie selbstverständlich er sich kümmert, wie entspannt Basti sein Studium machen kann. Kein Hilferuf nach Großeltern. Trotzdem ist es nicht leicht. Wo ist der Ball? Also das erste halbe Jahr war, glaube ich, für Basti wesentlich schwieriger und schwerer als für mich. Ich glaube auch, dass Basti ein wesentlich emotionalerer Mensch ist, als ich das bin. Vielleicht auch da nochmal, vielleicht auch wirklich eine stärkere emotionale Bindung zu Lukas. Und für ihn war es definitiv schwer, Lukas nicht so sehen zu können, so oft er wollte. Er hätte sich immer mehr erhofft. Bei mir würde ich schon sagen, dass ich da rationaler auch angegangen bin und versucht habe, auch immer die Situation von den Mamas nachzuvollziehen und eben zu schauen, was ist gerade das Wichtige für den Kleinen. Mam, ne? Grüß gleich. So, einmal Augen zu. Ein Avocado-Brot für Lukas. Die Kreuzberger Papa-Welt ist Öko. Ich bin gespannt, welche ideologischen Diskussionen Lukas Erziehung noch begleiten werden und strapazieren. So lecker. Schmeckt viel besser als nur Leberwurst, ne? Das mag ich zu bezweifeln. Lukas, wir schmeißen das nicht auf die Erde. Moment. Rechten Arm, dann den linken Arm. So. Ob der Papa sich schon mal einschmiert? Oh, das ist toll. Einmal noch, kommt die andere Seite noch. Ja, super. Prima. Als Lukas das erste Mal über Nacht bei den Männern war, habe ich Rotz und Wasser geheult. Da kriege ich jetzt Tränen in den Augen. Das war ganz schrecklich. Ja, war ganz schlimm. Oh Gott, das war ja nichts. Ich hatte nicht mehr die Kontrolle darüber. Was ist jetzt mit ihm? Wissen die Männer auch wirklich, wenn was ist? Ein Jahr nach Lukas Geburt geht die Geschichte weiter. Auch Josie und Thomas wollen ein eigenes Kind. Und ein Rücken, das ist dann eher wie so ein Brett, sage ich dazu. Also so eine Platte und die andere Seite sind so arme Beinchen. Aber das ist, wird natürlich in der Woche ist es noch echt sehr, sehr schwer. Vor allem, genau. Wenn es so nach hinten gelagert ist. Und genau, müsste ich einfach zu weit reindrücken und wenn deine Gebärmutter gerade zu reagiert lassen wirst. Aber deine Gebärmutter passt, ist so gut, dem Baby geht's gut. Das ist gut. Und wenn du Bewegungen spürst, dann geht's dem Baby sowieso gut. Ja, gestern Abend hatte ich dann echt so, oh, das tat dann alles weh. Und dann hat es wirklich wie zur Bestätigung, hat es da drin. Perfekt. Nachdem Lukas da war, war eigentlich schon klar, dass als nächstes, wenn wir denn noch ein Kind haben wollen, dass dann Josie und ich das versuchen würden. Wir sind ja bisher, was Lukas Elternschaft angeht, rechtlich überhaupt nicht abgesichert. Also wir sind offiziell, sind wir nicht Eltern, obwohl wir es ja eigentlich sind. Sozial sind wir Lukas Eltern.
Rechtlich sind wir aber eigentlich überhaupt nicht anerkannt. Und trotzdem werden Fragen zu Lukas' Erziehung zu viert besprochen. Die Kita wartet auf Rückmeldung zu Lukas' ersten Wochen. Anja meinte, sie möchte gerne mit uns ein Feedbackgespräch führen wegen der Eingewöhnung, weil die jetzt, könnt ihr euch ja mal die Fragen durchlesen. Alles klar. Und falls wir das nicht zu viert hinkriegen, das zu machen, euch einfach mal überlegen, ob er zu den Punkten irgendwas sagen wollt. Okay, das heißt, wir füllen das jetzt nicht alleine aus, sondern wir gucken uns das an und am Samstag machen wir das vielleicht zusammen. Und wir überlegen uns bis dahin, was so unsere Gedanken waren. So, Dika. Und wir fahren jetzt mal durch die Stadt, was? Tschüss, tschüss. Ich finde die Frage manchmal nach dem, wie habt ihr das gemacht, schon sehr direkt und unwichtig auch, weil das eigentlich völlig egal ist. Aber ich meine, für uns ist es relativ okay. Also wir sagen, dass es weder durch künstliche Befruchtung gemacht wurde, noch dass wir miteinander schlafen mussten. Also es geht auch do it yourself im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie haben die das gemacht? Das werde ich auch immer gefragt. Das interessiert die Leute viel mehr als die Frage, wie managen die das tägliche Leben oder wie geht es den Kindern? Sollen wir noch den Quark nehmen hier? Den Quark? Nein. Mach den mal da rein. Komm, mach den mal da rein. Komm. Ja, so ist schön. Da vorne gehen wir mal links. Damals gesagt, wenn ein Kind da ist, dann wollen wir heiraten. Das haben wir dann beim Lukas nicht gemacht, weil wir einfach da erst dann so 2 Jahre zusammen waren. Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, wenn es bei mir klappt, wenn ich schwanger werde, wenn das zweite Kind kommt, heiraten wir definitiv. Also habe ich in der 11. Schwangerschaftswoche einen Heiratsantrag bekommen. Ich habe jetzt so einen schönen Ring am Finger. Und jetzt heiraten wir noch am 15. August, bevor das zweite Baby kommt, einfach damit wir auch wirklich eine Familie sind und nach außen hin halt. Also es ist für mich ganz wichtig, auch dass wir zum Beispiel den gleichen Namen haben. Und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, wir heiraten dieses Jahr. Und wir waren schon mal vorab mit einer sehr guten Freundin dort und haben ein paar Probefotos gemacht. Und dort sieht man gerade, wie wir beide reinlaufen zum Schloss Friedrichsfelde. Da ist so ein kleiner Balkon, so ein bisschen wie so ein Sissy-Balkon. Sehr, sehr kitschig, aber wunderschön, wenn ich mir vorstelle, dass ich dort in meinem weißen Kleid stehe und mit Cindy daneben. So ähnlich soll dann vielleicht der Hochzeitskuss aussehen. Wenn wir dann rauskommen, werden wir halt natürlich draußen noch ein paar Fotos machen, wo uns an dem Tag schon die Tränen gekommen sind. Ich bin immer wieder erstaunt. Unsere Lebensentwürfe sind sehr unterschiedlich, aber manches ist dann doch sehr ähnlich. Das Bedürfnis nach bürgerlicher Ordnung zum Beispiel. Wahrscheinlich tragen die Kinder dazu bei. Hier ist jetzt die Küche. Ja, echt schön. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal wesentlich größer als unsere. Ja, was ist das hier? Guck mal. Oh, eine Kammer. Krass. Krass. Sagen wir mal, ja, die Wände sind auch ein bisschen schräg, schief hier, ne? Ja, das kommt hin. Dicker. Kannst du hier Bobbycar fahren? Einmal hoch und einmal runter. Krass. Das Badezimmer. Das könnte man das Kinderzimmer machen, oder? Was meinst du? Das Wohnzimmer und nebenan Kinderzimmer? Das geht nicht. Heute Morgen in der Kita abgegeben. Er wurde heute von den Papis mit abgeholt. Er ist heute bei den Papis. Wird morgen früh hingebracht. Dann ist er vormittags in der Kita. Wenn ich zu Hause bin, nachmittags bin ich arbeiten. Ich sehe ihn quasi das erste Mal Freitag früh wieder. Und dann auch nur kurz, weil er ja dann wieder in die Kita geht.
schon gewöhnungsbedürftig. Na, die geht, komm. Zieh mal an. Da, erstmal legen. Mami. Ja, so. Ja, gibst du mir den schon ab? Sämtliche Kinderausstattung im Doppelpack. Häufiges Abklären von Pflichten, Kompetenzen, vor allem auch Dritten gegenüber. Jetzt gilt es nur für die Kita. In der Zukunft wird es da mehr zu rechtfertigen geben. Möchtest du mit dem Ball spielen? Als Lukas gerade in die Kita kam, stand so im Raum, dass es eventuell für ihn eine zusätzliche Belastung sein könnte, dass er zwischen den Mamas und Papas öfters hin und her wechselt. Jeden Morgen dann 45 Minuten, bis wir Lukas in die Kita gebracht haben. Das ist einfach viel Zeit. Und jetzt suchen wir einfach nach einer Wohnung, die relativ nah an den Mamas und an der Kita dran ist. Drei Männer am Meer. Sieben Tage raus aus dem Berliner Alltag heißt nun, auch alleine entscheiden und planen zu können. Mal, Lukas. Kommst du mit? Komm mit, Schatz. Nimm mal deine Sonnenbrille wieder an. Die Woche auf Rügen im Urlaub ist für uns auch einfach mal schön, weil wir wirklich Lukas für uns haben, er sich auch auf uns konzentrieren kann, wir uns auch aufeinander einspielen können. Das ist für uns natürlich auch schön, einfach mal so das erste Mal den Kleinen eine ganze Woche für uns zu haben. Guck mal, hier ist noch eine Figur, Schatz. Ja, und jetzt? Dafür, dass die Mamas anfangs solche Trennungsängste hatten, sind die jetzt ganz schön großzügig, finde ich. Ihre Sehnsucht lassen sie in Berlin und den drei Männern ihren Spaß auf Rügen. Da bist du! Hui, perfekt! Da bist du! Hallo! Wegen einer Nierenbeckenentzündung und starken Schmerzen ist Josie schon seit einigen Wochen im Krankenhaus. Sie meint, es ist jetzt alles nicht mehr schlimm, weil ich werde eh in 5 Tagen eingeleitet, wenn sie jetzt nicht eher kommt, schon vorher. Insofern ist es jetzt alles nicht mehr schlimm, aber ich hätte mir halt schon irgendwie ein Gewicht von 2,5 gewünscht. Jetzt wiegt sie nur 2,3. Alles gut, ich liebe dich, bis dann. Vielen Dank für die Hose. Tschüss. Ich merke, dass ich mich in der Schwangerschaft sicherlich so verändert habe, dass ich, also wie jede Mutter natürlich, hormonell sehr gesteuert bin. Und trotzdem hat sich meine Liebe zu Lukas nicht weiter verändert. Und das wird jetzt aber trotzdem nochmal ein ganz, ganz neuer Prozess, mich auch von Leni dann zu lösen. Von Lukas war es auch schwer, den zu den Papas zu geben am Anfang. Und wie das jetzt bei mir wird, kann ich so noch gar nicht absehen. Und da Cindy und ich auch sehr, sehr verschiedene Menschen sind und ich eher der emotionalere Typ bin, wäre mir das auch wahrscheinlich beim ersten Kind sehr schwer gefallen. Und das wird mir bei Leni sicherlich auch nicht viel leichter fallen. Mein zweites Kind, das war für mich nicht mehr so das große Wunder. Da habe ich mir schon weniger Gedanken gemacht, das lief mit. Aber hier ist alles anders. Leni ist nicht nur ein zweites, sondern auch ein erstes Kind.
Für Josie und Thomas zumindest. Die Familienerweiterung kommt jetzt sehr schnell. Das hat auch für die anderen beiden Konsequenzen. Ich bin stellvertretende Filialleitung bei Lidl. Bin seitdem ich aus der Elternzeit bin von Lukas, bin ich in der neuen Filiale und bin auch gleich in das Gespräch offen reingegangen. Da war es gleich so, dass ich gesagt habe, pass auf, ich lebe so und so, wir kriegen jetzt noch ein Kind und ich werde meine Arbeit sicherlich immer weitermachen, aber ich werde nicht so wie früher Überstunden über Überstunden machen und immer mehr Verantwortung an mich reißen. Ich nehme die Aufgabe so, wie sie ist, aber für mich steht die Familie jetzt ganz oben. Ja, meinst schönes du? Schönes Wetter jetzt. Wollen wir nochmal zum Strand gehen, oder? Ja, so, komm. Gehen wir nachher nochmal zum Strand. Gehen wir nochmal baden, Schatz. Gehen wir nochmal baden. Ne? Du kannst auch kauen. Baba. Papa. Baba. Der Papa macht leckere Sachen, ne? Aber hört der Nachspruch auf. Da morgen Lukas wiederkommt aus dem Urlaub mit den Männern, musste die Mama noch ein bisschen was für Lukas einkaufen, weil er mag ja so gerne die Raupe nimmer, weil er die auch immer isst und auch immer nimmer sagte. Hat er jetzt zwei super schöne Strumpfhosen von mir bekommen. Ja. Und für seine Badewanne, die er auch über alles liebt, gibt es die kleine Dori, die fand ich noch, also ich glaube, mit der gehe ich auch mal baden. Die ist total cool. Und damit er beim Schlafen auch immer schön ans Essen denken kann, gab es noch eine schöne Robenimmersatt-Bettwäsche. Da wird er sich sehr drüber freuen. Die muss ich nämlich jetzt dann noch waschen, damit ich ihm die auch morgen aufziehen kann, wenn er wieder da ist. Und da er gerade auch total auf Tiere steht, gab es da so wunderschöne Aufkleber, die auch irgendwie alle einen ein bisschen, der auf jeden Fall an Lukas erinnert. Und dann wird er wahrscheinlich morgen hier reinkommen und dann nur vor dem Schrank stehen und sagen, da, Mama, da, 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 bau, 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 ba, bo, alles da. Ja. Wer ist denn das? Ah. Hey, mein Schatz, ne? Na. Guck mal, wo ist denn unser Nami? Und? Bist du mit dem Zug hierher gefahren, Lukas? Ja? Mit der Bahn? Mit dem Flugzeug? Ne, Papa fällt rückwärts. Mama. Na, mal hoch. Viel Spaß. Ja, wir haben die Leiste drauf. Glaub ich. Krieg einen Kuss. Jetzt kommst du wieder her. Ja! Und wieder werde ich Tante. Ich habe auch Josi gleich gesagt, wenn ihr irgendwie komisch ist, weil sie weg ist oder so, dann soll sie anrufen, dann komme ich oder wir zurück. Ja, ich weiß nur vom Anfang vom Lukas, dass ich immer total erschrocken war, wenn er nicht neben mir irgendwie war. Und deswegen, weil gestern hat sie auch nochmal geschlafen. Und dann hatte ich erst überlegt, gehst du jetzt raus? Und dann musste ich aber nein, lieber nicht. Ja. Weil da kriegst du Panik, wenn sie aufwacht und die Kleine nicht da ist. Ich weiß noch, als Basti runterkam bei Lukas und komplett verheult war. Und er hat gedacht, so krass. Und jetzt irgendwie... Was da für Emotionen mit Mann sind. Ja, ne? Das war schon überwältigend einfach. Sie hat jetzt nachher noch mal eine extra Flasche Milch bekommen. Ja. Hat sie geschrieben heute? Ja, mal kurz. Wir haben die ja fürs
Für die Fotografie haben wir die umgezogen. Wird sie morgen entlassen oder weißt du das noch nicht? Das wissen wir noch nicht. Für die Mama. Schön in die Mitte. Ja. Ein bisschen höher. Hast du schön gemacht, Schatz. Echt? Ja. Okay. Das könnte auch von Lukas sein. Danke. Das müssen wir auf jeden Fall aufheben, wenn die Kinder groß sind, dass er sich lustig über uns machen kann. Ja, schön. Super. Nicht damit loslaufen. Also, schauen wir mal. Die drei haben wir geknackt, das habe ich immer gespürt. Aber 100 Gramm wieder Erbsen sind wir bei 3080. Yay! Sehr gut. Zu unserem Termin, wo wir eigentlich beim Standesamt stehen wollten, im Schloss Friedrichsfelde, lag ich, glaube ich, ziemlich genau in der Badewanne im Kreissaal und hatte ziemlich starke Wehen. Ja, und schlussendlich sind wir dann am 21.08. um 17 Uhr, 4 Tage nachdem ich entbunden hatte, ins Standesamt gegangen, was nun nicht das Schloss Friedrichsfelde ist, sondern nur das normale Büro, und haben uns dann dort verpartnert und das Jawort gegeben. Und plötzlich zu sechst. Selbst ich spüre, dass sich etwas geändert hat. Nicht mehr zwei Paare und ein Kind, sondern, ja, doch mehr eine Familie. Dürfte ich dem Lukas mal einen Keks geben? Weil ich habe nämlich auch Kekse gekauft und den würde bestimmt der Thomas mal gerne essen. Und die Mami bestimmt auch gerne mal essen. Du vielleicht nicht so gerne. Was ist das für ein Keks? Den darfst du haben, weil die Erwachsenen kriegen einen Erwachsenenkeks. Da. Da sagt man? Da ist Erdbeere drin, deswegen würde ich Ihnen den jetzt nicht geben wollen. Ah ja, das ist das bestimmt. Da steht drauf, fruchtig, feine Erdbeeren. Ich bin total gesund, die ganzen Vitamine aus der Erdbeere. Riechförmlich, die frische deutsche Erdbeere von Karls Erdbeeren. Mmh. Ja, bitte einen Keks. Nee, trotzdem danke. Ich weiß doch, dass du Hunger hast. Ja. Was ist das denn? Das ist Knäckebrot, aber so ein ganz dünn, zart. Okay. Das ist gesund, mein Schatz. Ja. Vollkornknäckebrot. Ist auch. Der jetzt gerade seinen Keks angeguckt hat und deinen. Soll ich mal den kosten? Ja. Hast keine Pappe zu essen. Wir machen mal den Test, guck mal, Schatz. Warte mal, wir packen den Keks da hin und wir packen das da hin. So, was nimmst du jetzt? Siehst, danke. Was nimmst du noch? Oh, bist du ein Öko? Wüger Papa. Machst du mich stolz. Super. Wenn ich nicht bei Leni sein kann, ist es wesentlich schwerer als damals bei Lukas. Lukas hatte ich so nach 4 Wochen mich wieder arbeiten gegangen, das war okay. Und bei Leni ist es, da fehlt was. Also da fehlt ein Teil von mir. Aber da reden wir auch ganz offen rüber. Also Sydney und ich sind da so, dass wir sagen, das ist wirklich was anderes nochmal. Das ist das Kind, was man selbst geboren hat, ist wirklich komplett mit einem verbunden. Das ist so wirklich ein Teil, da fehlt ein Teil. Und wenn Leni nicht da ist, dann habe ich so richtig körperliche Sehnsucht. Ich glaube schon, dass der Loslösungsprozess, dass ihr das schon schwerfallen wird. Das hat sie ja auch schon gesagt. Aber ihr ist halt auch bewusst, dass sie es machen muss. Wir haben an echt alles gedacht. Bei Leni ist alles, was bei Lukas noch schwierig schien und verhandelt werden musste, schon erprobt. Der Gang zum Amt. Wenn das Kind geboren ist, hat die Mutter die elterliche Sorge zunächst allein. Ja? Getrennt lebende Eltern können die gemeinsame Sorge erwerben, indem es hier beurkundet wird. Ab dem Moment haben sie also den Status gegenüber ihrem Kind, als wären sie miteinander verheiratet. Das ist meistens für alle Leute klar, ja? Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Es ist nur interessant zu wissen, wie sie das so handhaben werden wollen mit der gemeinsamen Sorge. Na, so wie beim ersten Kind. Also ja. Genau, also die Kleine soll bei den Mamas offiziell gemeldet sein, also auch hier in Lichtenberg. Auch den Lebensmittelpunkt haben, ja? Ja, genau. Aha,
Also der Elternteil, der nicht mit dem Kind in einem Haushalt lebt, muss Barunterhalt bezahlen. Mhm. Und das richtet sich ja dann nach den finanziellen Verhältnissen. Muss nach Einkommen berechnet werden. Das haben wir so bei dem ersten Kind schon so gemacht. Also das ist halt so, dass die Kinder dann, wenn sie ein bisschen größer sind, das heißt, jetzt wird die Kleine auch noch vollgestillt, da schläft sie jetzt nicht bei den Papas, kann sie ja gar nicht, wir verbringen halt viel Zeit. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder dann auch schon ein, zwei Tage die Woche dann bei den Papas sind, und da schlafen sie halt auch zweimal die Woche. Da haben wir dann den Unterhalt unter uns geregelt, weil dann ist ja anteilig, sind die Kinder ja auch bei den Papas. Der betreuende Elternteil trifft die Entscheidung des täglichen Lebens allein, wenn das Kind bei ihm ist. Da muss er nicht fragen, wann geht das Kind zu Bett oder was muss. Da muss einfach eine Abstimmung passieren. Es geht nur darum, dass eben Entscheidungen, die für das Kind von entscheidender Bedeutung sind, gemeinsam getroffen werden. Soweit? Dann Sie bitte. So, die sind jetzt offiziell miteinander verwandt. Waren Sie denn auch bei der Entbindung dabei? Ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Viel Spaß bei der Erziehung. Vielen Dank. Ich bin ja schon etwas geübt. Es wird nicht einfach, aber wenn Sie das wollen, dann wird es schön. Lukas ist immer noch unterwegs, quer durch Berlin. Aber wegen Leni hat er seine vier Eltern auch häufiger mal gemeinsam um sich. Die Woche muss ich komplett arbeiten, aber ich kann... Morgen kann ich Frühdienst machen. Das ist gut. Ich habe morgen Spätschicht, da ist es ganz praktisch. Und ansonsten könnten wir Lukas auf jeden Fall... von Dienstag bis Donnerstag nehmen. Also Dienstag abholen, Kita, bis Donnerstags, wenn das bei euch... Ja, oder von Dienstag zu Mittwoch wäre vielleicht ganz gut. Weil Mittwoch habe ich frei und dann könnte ich nachmittags mit ihm ein bisschen... Okay. Sonntag auf Dienstag. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir uns jetzt, damit er die Kinder die Woche irgendwie nochmal sieht, dass wir uns vielleicht dann... Nachmittags irgendwann mal... Freitag oder so nochmal nachmittags sehen. Oh, Leni ist wach. Ich glaube, Leni möchte auch in die Kita. Nochmal klopf, klopf. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, oh Gott, was ist? Das darf die Mami leider nicht unterschreiben. Da muss Papa unterschreiben oder Mama? Ja. Josie ist noch im Mutterschutz und gerade die Obermama. Aber wenn es drauf ankommt, hat sie nichts zu entscheiden. Zumindest nicht für Lukas. Ihre Unterschrift gilt nichts, nicht mal in einem überschaubaren Kita-Leben. Meint das aus? Ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht die Woche vor... Ostern. Wenn du noch keine Uni hast, dann könnte man da vielleicht ein verlängertes Wochenende mal nach Prag fahren. Fände mal schön, wenn wir beide alleine fahren würden. Hm? Guck mal, es ist 10:30 und wir frühstücken gerade erst. Nach den aufregenden Wochen um Lenis Geburt, nach Kuschelphase und Neuordnung, spüre ich, dass sich alle auch langsam wieder nach ihrem alten Leben sehnen. Nach Zweisamkeit, nach Alleinsein, nach eigenem. Es ist eben doch eine besondere Konstellation. Die Paare sind wie Satelliten. Nur der Kinder wegen kreuzen sich ihre Bahnen. Aber vielleicht ist das gar keine so schlechte Basis für eine Regenbogenfamilie.
so sehr man sich mag und so sehr man zusammengewachsen ist in der Zeit, kann es auch in den besten Beziehungen, in den Liebesbeziehungen, kann es auch mal so doll knallen, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert und so sind wir alle voneinander abhängig. Der Thomas liebt den Lukas wie sein eigenes Kind, ich liebe den Lukas wie mein eigenes Kind. Also würden wir nie auf die Idee kommen, Cindy und Basti den Kontakt zu Leni zu verwehren, weil gleichzeitig könnten sie uns den Kontakt zu Lukas verwehren. Sie stehen in der Geburtsurkunde bei ihrem Sohn, für ihren Sohn, und Sie stehen beide in der Geburtsurkunde ihrer Tochter. Sie sind rechtlich nicht mit der Tochter ihrer Lebenspartnerin verwandt. Das heißt, es geht dann jeweils um die Absicherung der Co-Eltern in dem Fall. Für alles, was nicht Notfälle sind im Gesundheitsbereich, müssen Vollmachten erteilt werden an die Co-Eltern. Sind das generelle Vollmachten oder sind das einzelfallbezogene Vollmachten? Sie können dann einzelfallbezogene Vollmachten erteilen, Sie können aber auch eine Generalvollmacht ausstellen. Ich würde auch empfehlen, diese dann notariell beglaubigen zu lassen und die dann auch immer bei sich zu führen. Sie können in einer Vereinbarung festhalten, dass für den Fall, dass es zu einer Trennung kommt und der jeweilige Co-Elternteil nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft lebt mit dem jeweils anderen leiblichen Elternteil, dass der ein Umgangsrecht haben soll. Mhm. Wenn es zum Streit vor Gericht kommt, dann hat diese Vereinbarung zwar eine Indizwirkung, das heißt, das Gericht sieht erstmal, ja, das hat man mal so gewollt. Letztendlich kommt es aber auf das Kindeswohl an. Ja? Lukas schläft dreimal in der Woche, übernachtet er bei ihnen, er hat eine Beziehung zu ihnen und deshalb dient es dem Kindeswohl, wenn er sie weiter sieht, auch wenn sie verstritten sind. Ja? Okay. Die Hürden sind nur höher für den nicht rechtlichen Elternteil. Aber das ist nicht erst einmal eine rechtliche Frage in erster Hinsicht. Also ich glaube, vor Gericht wollen wir es auch alle nicht treffen. Also. Das sollte man auch vermeiden, ja. Pläne von Basti und mir, die liegen auf Eis. Die Angebote, die wir bekommen haben per Mail, die sind einfach in den letzten Monaten immer schlechter geworden, die Angebote immer teurer geworden. Dass wir erstmal dann in Kreuzberg auch wohnen bleiben und dann längerfristig einfach vielleicht zusammen mit den Mamas nach was Neuem suchen. Schade. Das bedeutet weiterhin lange Wege durch die Stadt. Bagger. Tschüss, Bagger. Wartest du kurz, okay? Da gibt's. Oh, Lini hat gemacht. Und dann haben wir noch Ersatz. Können wir uns dann. So, das ist also eine große Schale. Ja. Vielleicht hier, guck mal. Ja, mach einfach. Zack. Also, ich habe deine Vaterschaftsanerkennung mitgebracht, deine Geburtsurkunde und ich brauche noch mal eine Unterschrift von dir unter dem Kindergeldantrag. Ah, ja. Da muss nämlich der Papa mit unterschreiben. Bekommst du. Wir versuchen schon, mindestens einmal die Woche ein Treffen zusammenzufinden. Das ist natürlich schwer, weil wir alle vier arbeiten gehen. Sie ist jetzt zu Hause, aber. Und es ist nicht immer so, dass sogar immer irgendwas besprochen werden muss, sondern uns ist es einfach wichtig, dass die Kinder auch die Zeit mit uns Vieren zusammen haben und sehen, dass wir alle vier eine Familie sind und dass es nicht nur die Papas gibt und die Mamas gibt, sondern dass es uns gibt. Guten Appetit. Appetit, ne? Danke fürs Kochen. Es war sehr lustig, weil wir sind in den Tierpark rein und wir hatten ja den Cruiser bei. Naja, und dann haben wir halt angefangen da mit den ganzen Tieren und dann sind sie erstmal alle Kinder in Eisenbahn gefahren. Und das so war sehr süß. Also das ist halt wirklich ein Stück weit ein Wildpark. Also das meiste, was da lebt, sind Wildtiere. Also Wildtiere, jetzt nicht die aus dem Dschungel, sondern einfach, was wir hier im Umland und so überall haben. Wildschweine. Wir mussten lernen, den Papas zu vertrauen. Und das ist jetzt eine ganz andere Basis bei Leni, als sie bei Lukas war. Das ist. Wir mussten lernen, loszulassen, weil wir euch ja auch gar nicht so gut kannten. Und das höchste Gut, was man hat, dieses kleine Leben, in die Hände eines Menschen zu geben, der zwar auch der biologische Vater ist oder auch nicht, aber die auch die Papas sind,
Aber wo man ja noch gar nicht so Vertrauen hat. Also das gibt ja diese zwei Seiten. Die eine Seite ist klar, ich kann immer noch mein Leben wie vorher in gewissen Sachen weiterführen. Aber ich gebe ja auch immer noch den Menschen, den ich mit am meisten liebe, in dem Moment ab. Wir auch persönlich sehen auch darin einfach große Chancen, dass wir halt auch mal Zeit für uns haben. Und manchmal auch, wenn wir ihn dann so 2-3 Tage hatten, dann sagen wir, ach, schön, wir können morgen ausschlafen. Ja, ja, ist auch also, so. Ja, so geht es uns auch. Lukas bei Papa putzen und Mama putzt bei Lukas, ja? Ja. Ja, bist du jetzt fertig? Oh, ein kleiner Eisbär. So, Lukas möchte mal gerne gute Nacht sagen. Ach. Baby? Hast du einen Tropfen genommen? Ja, da auch schon. Gute Nacht, Lukas. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Geh mal schlafen, ne? Und doch graut's mich vor dem Trennungsprozess von Leni. Mhm. Und doch, so sehr wir euch auch vertrauen und so sehr ich euch vertraue und euch gern hab, ist es doch auch jetzt wieder eine neue und eine andere Situation. Mhm. So, Papi. Lukas schläft. Sehr schön. Und ich geh los. Gestillt ist sie, frisch. Sie dürfte also keinen Hunger bekommen. Denn doch, wenn sie doch irgendeine Schreiattacke kriegt oder du denkst, sie hat so schrecklichen Hunger, dann ruf an. Dann komme ich wieder zurück. Alles klar, ich glaube, das kriegen wir hin. Kriegt ihr hin? Sie ist gleich soweit, ne? Sie beobachtet gerade Papi ein bisschen. Als Leni 4 Monate ist, hat Josie es geschafft. Die Kleine loslassen, den Papas vertrauen, immer ein bisschen mehr. Der Hund hier ist auch schön, ne? Guck mal, die beiden. Der Igel. Auch süß. Da ist der Bär. Ein Bär. Ach ein Gott, Hund. Guck mal mit den Ohren hier oben. Ach Mensch. Nein. Die sind wirklich süß. Guck mal den Papa an, Lukas. Bist du eine Maus? Also das hat ich schämen damit. Bist du eine Maus? Mann, jetzt doch noch nicht. Nee. Die ist ja auch süß, ja. Ängste, die ich habe, ist wirklich, dass die Kinder in der Schule oder man fängt ja in der Schule an, vielleicht nicht so klarkommen, weil es irgendwelche Elternteile gibt, die damit nicht so klarkommen, wie wir leben. Und dass denn dadurch Kinder ausgegrenzt werden, also unsere Kinder in dem Sinne, da habe ich große Angst vor. Und dass auch unsere Kinder irgendwann vielleicht an einem Punkt sind und sagen, okay, sie finden es nicht gut, wie wir leben. Dass sie sich das anders wünschen, dass sie sich eine andere Familie wünschen oder so. Das sind Ängste, die ich habe. Hallo, hallo Lukas, hallo. Ich weiß sogar sehr sicher, dass das passieren wird, dass die Kinder irgendwo in ihrem Leben mal anecken werden. Und wenn es nur Blicke sind, die einfach erstmal anstößig sind und nicht wirklich verständnisvoll. Ich weiß aus befreundeten Familien, dass auch eine Tochter von einer lesbischen Freundin gehänselt wurde und dann an die Tafel sowas geschrieben wurde, deine Mutter ist eine scheiß Lesbe und dass auch ein kleiner Junge sie sehr, sehr böse gehänselt hat dafür. Und davor habe ich große Angst, ganz, ganz große Angst, dass da unsere Kinder wirklich mal, auch in der Schule gerade, weil Kinder können böse sein, untereinander was auf die Mütze kriegen, dass sowas kommt wie bei Lukas, du und deine schwulen Väter, bist du auch schwul? Also so eine bösen, bösen Sprüche von einfach Unwissen geprägt, die verletzen können. Das habe ich Angst vor. Nina. Mama, bitte mehr. Mama, mehr. Nee, Mama.
Prima. Müsst ihr ein bisschen zusammenrücken. Mama, ich darf mehr. Nein, das macht die Mami jetzt nicht. Leni, auch eine weiße Nasenspitze? Mein größter Wunsch für die Kinder ist, dass sie, wenn sie 18, 19, 20 sind, zurückdenken und einfach daran denken, was für eine glückliche, zufriedene, unbeschwerliche Kindheit sie hatten. Und dass sie wissen, dass sie einfach sehr viel Liebe bekommen haben als Kinder von ihren Eltern. Dass sie, ja, dass sie vielleicht auch stolz auf ihre Eltern sind und dass sie das auch verstehen, dass wir uns so entschieden haben, ja, für unsere Familie. Es kommt mir vor, als wären alle in den letzten Monaten gewachsen. Die Mamas, die Papas, die Kinder sowieso. Und zusammengewachsen sind sie auch. Schön, dass ich dabei sein durfte ein Jahr lang. Und dass ich als Tante mitspielen kann. Bei 4+2. Okay, dann setzen wir mal mit Mama rein. Wie weit ist der Sport, oder?